Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Das hatte ich ja schon ein paar Mal angekündigt. DNS-Server ändern. Hier geht es jetzt darum, hauptsächlich das in der Fritzbox bzw. im Router einzustellen. Für die PlayStation mache ich nochmal ein separates Video. Ihr könnt es halt praktisch einfach nur auf der PlayStation den DNS-Server ändern oder halt gleich an der Fritzbox, wenn ihr halt PlayStation, Xbox, also sagen wir mal, im Wohnzimmer steht eure PS5, im Kinderzimmer steht die PS4 des Kindes, da habt ihr noch eine Xbox und so, und jedes Mal überall den DNS-Server einstellen ist halt doof. Deswegen einmal im Router eingestellt und ihr habt Ruhe. Ich habe hier mal eine Seite rausgesucht. Hier sind die besten DNS-Server und hier halt auch für Gaming. Den habe ich jetzt hier auch. Der steht auf Platz 1. Der filtert jetzt, also ist jetzt nicht so irgendein DNS oder so, wie viele kennen. Gibt es ja auch einige, die Werbung rausfiltern und was weiß ich. Gibt es hier von Cloudfire auch, zeige ich euch gleich was. Ich habe da noch eine Liste rausgesucht. Da müsst ihr dann halt gucken. Ja, erweiterte Sicherheit. Also ich werde euch die Seite auch verlinken, da könnt ihr mal reingucken. Dann bei Cloudfire direkt, ich habe hier mal mit Übersetzer gemacht, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. IPv4, IPv6, kommen wir auch gleich noch dazu. Einmal das normale, das habe ich, glaube ich. Dann gibt es das für Familie, da ist dann blockiert halt Malware. Ja. Und dann haben wir noch blockiert Malware und Inhalt für Erwachsene. Also jetzt Pornoseiten und so. Also wenn ihr Familie habt, dann könnt ihr halt das nehmen. Dann müsst ihr halt diese Daten hier nehmen. Wenn ihr Malware komplett bei euch auch blocken wollt, müsst ihr diese Daten nehmen. Und wenn ihr das normale Paket nehmen wollt, müsst ihr diese Daten nehmen. Ich zeige euch das auch gleich, wo ihr das einstellen könnt. Hier ist dann halt auch noch ein paar Informationen alles. Das werde ich euch alles verlinken. Ich werde euch auch von der Fritzbox hier die Seite verlinken. Also von AVM, wo es rund um DNS-Server geht zum Ändern. Damit ihr da euch auch nochmal durchlesen könnt. Hier habt ihr dann auch nochmal Links zu Sachen, wo euch erklärt wird, was IPv4, IPv6 und hast nicht gesehen ist. Und auch nochmal eine Anleitung, wo er da hinkommt. So. Wir sind jetzt hier einfach auf meiner Fritzbox, nicht wundern, ich werde hier einiges pixeln, weil ja die Telefonnummern müsst ihr hier nicht sehen und ja, gut, hier die Daten könnte ich eigentlich grundsätzlich lassen, damit ihr meine Leitung seht und so, aber hier unten ist dann halt so ein bisschen was von meinem Home-Netzwerk, hier seht ihr so ein paar Geräte, die gerade an sind, also alles stehen hier nicht drinne. Es sind eigentlich noch mehr, also es stehen nur die 33 drin, die gerade aktiv sind. Also Lichterketten und LEDs und hast du hier gesehen. So. Und dann gehen wir hier einfach in der Fritzbox. Also ich bin jetzt auf der aktuellen Version, auf der 7.8. Da könnt ihr dann überprüfen, System, Update. Hier seht ihr dann, ich bin auf 7.8.0. Installiert am... Ja, letzte automatische war am 17. So, und dann kann man dann halt hier suchen und dann sagt er mir jetzt natürlich hier, ich habe nichts, weil ich bin ja auf dem neuesten Stand. So für die, wo die Oberfläche vielleicht ein bisschen anders aussieht. So, aber wir wollen ja den DNS machen. Also gehen wir auf Internet. Dann gehen wir auf Zugangsdaten. Dann ganz hinten auf DNS-Server. Und hier seht ihr, ich habe bei IPv4 Server, ja, bevorzugter Alternative, habe ich 1.1.1.1 und hier 1.0.0.1. Wo haben wir die Liste? Hier 1.1.1.1.1.1. Und dann haben wir hier auch die IPv6 dazu. Das wäre dann halt hier mit 4 mal die 1 und 1.0.0.1. Das ist denn das hier, der ganz normale. Also ich habe hier keinen Malware-Schutz oder irgendwas. Hier ist der öffentliche DNS von Cloudflare, bietet schnelle und private Möglichkeiten im Internet zu surfen. Ja.
Also wenn ihr natürlich für Erwachsene oder Malware blocken wollt, dann müsst ihr natürlich diese hier per IPv4, dann nehmen wir jetzt einfach mal Blocked Malware, ja? Das wäre dann 11112 und 1110002. Dann tragt ihr hier 1112, wie hier steht. Ja? Und also hier und die 1002 tragt ihr dann hier 1002. Und, hoppala, falsch. Und die DNS wäre dann halt, also IPv6 wäre dann halt mit, ja natürlich dreimal die 1 und 2. Könnt ihr euch hier einfach kopieren. Geht hier rauf, zack und einfügen. Ich werde halt meine Daten, werde ich auch in die Videobeschreibung machen. Damit für die, die nicht suchen wollen, könnt ihr dann auch kopieren und einfügen. Und hier wäre dann halt die 1001. Wenn wir das jetzt ändern wollen würden, mit der 1002, einfach hier kopieren, rauf, einfügen, zack. Wollen wir jetzt natürlich nicht, ich gehe mal schnell zurück, verwerfen, so, ich lasse meins so. So, dann öffentliche DNS-Server, habe ich einen Haken drinne und das alles hier habe ich nicht. Und dann müsst ihr hier, bei mir steht dann, steht es jetzt natürlich nicht da, weil ich es ja eingestellt habe, müsst ihr übernehmen drücken, dann wartet ihr kurz. Dann kommt da so ein Feld mit, wird bearbeitet, dann kommt ein neues Feld, wo dann halt steht, dass das bearbeitet wurde und dass dann halt die Daten so und so sind. Und dann habt ihr das praktisch hier eingestellt und dann seid ihr praktisch immer über einen DNS-Server nicht von eurem Anbieter verbunden oder irgendein Server, sondern halt von Cloudflare. Ihr könnt natürlich, wenn ihr den nicht wollt, ich habe euch jetzt aber nur mal für Cloudflare die Sachen hier rausgesucht, nach den restlichen Daten müsst ihr dann gucken, hier bei Google zum Beispiel IPv6 oder so, müsst ihr hier vielleicht gucken. Ja, und dann halt OpenDNS. Also da müsst ihr dann gucken, ihr seid bei NordVPN, dann könnt ihr vielleicht eure Daten von NordVPN benutzen. Ja, ich habe aber mich nach der Liste für die besten Gaming-Treiber, Gaming-VPNs, ach Quatsch, VPN, DNS, ja, habe ich mich orientiert. Kostenlos und kostenpflichtig sind halt welche mit bei. So, und da habe ich mich nach für Cloudflare, ich habe ja jetzt, wie gesagt, die 2 hinten. Ich kann das ja mal ändern. So, machen wir mal die 2 rein. Das seht ihr ja, dass das dann halt hier hinten das ist. Blocked Malware. Ja, und dann so. So, 1101. Und hier ist halt die, nur bei IPv6 ist das dann halt drin. Da hinten 112. Ja, zack. Und 10002. 1002, die Daten sind ja alle gleich, 2606 und 4700, könnt ihr hier auch sehen, 2606, 4700, 4700, dann übernehmen. So, jetzt steht hier, da muss bestätigt werden, kein Telefon, Fritzbox-Taste oder App. Moment. So, ich habe mal das Fritzbox-Phone geholt. Das geht halt leichter, als wenn ich jetzt die Fritzbox einblende. Ihr könnt es natürlich auch mit der Taste auf der Fritzbox machen. Ja, steht ja hier. Bestätige. So, hier steht's. Alle da. Bestätige. System. Benutzer können. Alle LEDs an der Fritzbox blinken jetzt. Drücke kurz die eine beliebige Taste. Also da sind ja 3 Tasten. WPS, entdeckt und WLAN. Und dann drückt er dann halt irgendeine Taste. Ich werde jetzt die Version hier nehmen, dass ich das hier jetzt im Telefon eintippe. Stern 10750. Dann rufe ich das jetzt einfach an. Und haben wir schon okay. Zack, können wir auflegen. Okay. Jetzt arbeitet der und zack, schon haben wir gespeichert. Ja, und dann haben wir jetzt gewechselt halt zu dem Cloudflare hier mit
Ach so, muss ich die IPv4, muss ich ja dann auch noch? Nee. Nee, hier haben sie aber auch die normale stehen. Nämlich IPv4 die normale. Ja. Und IPv6 nehme ich dann halt die. Ja, die PS4 nimmt 5 und so, nimmt ja sowieso nur IPv6. A4, glaube ich. Mit IPv6 hat es ein bisschen Probleme. So, dann habt ihr hier die Vorteile. 15 Anfrage pro Sekunde, erkennt schnell, bla bla. Nachteil, das Sammeln von Domänen und anderen IP-Adressen kann für einige Benutzer zu Datenschutzbedenken führen. Ja. Und dann haben wir hier auch das nächste, OpenDNS. Könnt ihr dann vielleicht auch nehmen. OpenDNS kann Tor nicht blockieren. Ja. Also damit meinen sie einen Tor-Browser. Dann haben wir hier Google. Wir sind immer noch auf Platz 3. Das ist die berühmte 4x8 und 8844. Kennt eigentlich fast jeder mittlerweile. Und Latenz kann nicht im Vergleich zu anderen lokalen verfügbaren DNS-Servern verbessern. Ja. Und dann die anderen machen wir jetzt gar nicht erst durch. Jedenfalls der ist, Cloudflare steht auf Platz 1. Und nicht nur hier, damals, wo ich es mir eingestellt habe, stand es auf der Webseite auch Cloudflare auf Platz 1. Deswegen habe ich Cloudflare genommen. Und ich hatte vorher immer Probleme bei COD. Ich hatte bei keinem anderen Spiel Probleme mit Online-Zocken. Nur bei COD. Dass ich halt, ich habe COD gestartet, dann bin ich auf den Zombie-Modus gegangen, rausgeflogen. Wieder auf den Zombie-Modus, wieder rausgeflogen. Das ging 5-mal so. Dann bin ich drin geblieben. Während der Runde nicht rausgeflogen. Newt, den Spimmer hatte ich Abbrüche. Aber das muss nicht sein, dass er daran gelegen hat. Aber es hat ewig gedauert, bis ich reingekommen bin ins Spiel. Das ist, seit ich das geändert habe, weg. Es ist nicht mehr da. Es funktioniert. auf der PlayStation habe ich, glaube ich, auch die 88844 von Google. Ihr habt auch, oder habt, das habe ich aber auch geändert schon. Da habe ich die Standardeinstellung drin gemacht. Und dadurch greift er dann halt von der Fritzbox halt ab. Genau. Ich hatte erst, aber keine Probleme. Es läuft wirklich flüssig. Ohne Probleme. Ich kann mich nicht beschweren. So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich packe euch die Webseiten, packe ich euch hier alles in die Beschreibung, auch von AVM. Dann könnt ihr dann mal gucken. Also, welchen ihr denn nehmt, ist euch überlassen. Wie gesagt, ich benutze jetzt seit ein paar Monaten Cloudflare auf meiner PS5 und ich kann mich nicht beschweren. Ich bin wirklich mega zufrieden. Es läuft supidupi. Und ich fliege bei COD nicht mehr raus. Okay, das war's jetzt. Also wie gesagt, ihr könnt auch bei anderen Routern nutzen, aber da weiß ich nicht, bei Speedport und von Vodafone das Ding, komische Teil da. Ich habe keine Ahnung, wie die vom Menü aufgebaut sind. Da müsst ihr euch zurechtfinden, wo ihr da den DNS-Server einstellen könnt. Hier sind die Daten dafür. Aber wie gesagt, die bieten ja mittlerweile alle Fritzbox an und kaum einer will ja die Originalteile von Vodafone und Telekom. Wer wirklich Qualität will und da kein Hackmeck haben will, der greift zur Fritzbox. Ich benutze seit Jahren Fritzbox und für mich würde auch nichts anderes mehr in Frage kommen, weil ich bin mega zufrieden damit. Besser als von Vodafone, die Direktdinger, die ich hatte, die waren alle für den Arsch. Konnte es nicht mal online zocken vernünftig mit. Ganz schlimme Dinger. Aber die sollen wohl mittlerweile ein bisschen besser geworden sein, aber für mich kommt nichts anderes mehr als Fritzbox ins Haus. Ich bin jetzt weg. Ich wünsche euch was. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.